Wieder geht's ein Stückchen weiter. Hier ist euer Lenz mit einem weiteren Teil meines Assassin's Creed Streams. Gott, ist das ein Zungenbrecher gewesen. Im Augenblick stecke ich in einer Mission noch fest. Diese Mission könnte etwas schwieriger werden. Ah ne, wir können sogar hier durchreisen. Wieso das? Direkt mit Pascha Remta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir schnell wegkommen, weil hier ein ziemlich hochleveliger Attentäter rumhängt. Deswegen tue ich jetzt ausnahmsweise mal nicht hier eine Schlacht anfangen. Wir sind jetzt das erste Mal in Memphis. Memphis ist eine sehr faszinierende Stadt, vor allem deswegen, weil es überhaupt keine Brücken gibt, sondern nur diese Furten. Was natürlich für eine sehr sozusagen natürliche Bauweise noch gilt. Da schaut mal, da ist zum Beispiel eine ausnahmsweise mal. So. Also auch nicht ganz niedrig Level, aber machbar. Besser als das mit diesen Flusspferden, was wir gerade davor noch hatten. Das war ja undenkbar. Hier sollte ich vorsichtig sein. So. Wieder F-spammen. Hey, Moment! Ich mir doch, dass sich da noch einer versteckt. Der Hauptgegner ist natürlich schon heftig. Ich denke, dass ich noch einen nicht habe. Müsste doch hier auf der Seite noch irgendwo einer sein. Zählt auch nicht. Falscher Bogen. Falscher Bogen.
Moment. Ne, was? Soweit dazu. Wow. Der ist, glaube ich, nicht schlecht. Da ist nichts, da ist nichts. Ich glaube, das war's. So. Ihr schaut mal, der ist uns ganz schön auf der Spur. So, jetzt müssen wir schauen, wohin wir zurück müssen. Wo haben wir denn den eigentlich geholt? Auf welchem Markt? Jo, finden wir den jetzt noch? Ich glaube hier. Suchst du etwas Bestimmtes? Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Wir sehen uns ein andermal. Kommst du zum Handeln? Ist gut. Ist gut. So. Aufrüsten. Jetzt könnten wir doch mal schauen, ob noch unser Schild weiter aufzurüsten geht, oder? Wenn wir da runterkämen. Warum ist unser Schild nicht da? Nee. Von den Raubtierbögen, das geht eh noch nicht weiter aufzurüsten. Und bitte nicht
معتفم بتم أيوخم سنتي جسرخ ديريت نهز مسيت وعيش دان ليب فول خرق مدوخم سو Wir sollten jetzt mal langsam mit der Story weitermachen, weil eigentlich nur die Story das ist, wo man weiter hochlevelt. Alles andere kann man sozusagen ziemlich vergessen. Also im Hauptquest, na, also obwohl hier dieser Nebenquest ja nicht so schlecht scheint. Mit 4000 EP, 3000... Achso, das sind diese. So, schauen wir doch mal, ob wir das weitermachen können. So, hätte ich ja gleich natürlich hier hingehen können. Das muss jetzt hier bei den Pyramiden. Wo sind? Er ist jetzt hier. Das ist ungünstig. Müssen wir uns versuchen, hier von der Sphinx runterzuschlagen. Kann er uns natürlich auch dementsprechend noch nachlaufen. Ja, falsch. Na, da bist du. Die Richtung... Das Gelb ist manchmal... ziemlich getarnt hier. Irgendwie. In der Schutzformation! Hey! Hey, Brüder! Deckt mich! Ich muss hier weg! Seht, es ist manchmal gar nicht so leicht, das alles zu erreichen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Und wie kommen wir da jetzt rum? Gar nicht. Also wieder runter.
wir doch außen rum. Wie ich mich erinnere, kann das hier ein ziemlich biestiges Land sein. Und ich muss jetzt vor allem mal auch den Stand abklären, wo denn... Ah, schaut, der kommt da nämlich schon hoch. Nicht, dass der uns in die Quere kommt, der Meister. Wir sollten dann danach auch gleich zu dieser Pyramide weitergehen. Also, weiter geht's. Das ist einfach unglaublich. Das ist jetzt wirklich schon der 60. Stream, den ich hier mache. Also schon über 30 Stunden in dem Spiel. Das hat schon was. Einer an. Gut, gut. Das war ein bisschen zu knapp, oder? Ist das ein Magi-Abzeichen? Faszinierend. Ich dachte, davon gibt es keine mehr. Die Geschichten stimmen aber. Das war fantastisch. Gut gemacht. Wer hat dich geschickt? War es Kition oder Heraklides? Sie dachten, ich käme hier draußen nicht zurecht. Aber wir haben es ihnen gezeigt, oder? Haben wir? Was tust du hier draußen? Machst du Witze, Ned? Wir suchen nach der verlorenen Kammer des großen Snofru, dem Begründer des goldenen Zeitalters des alten Königreichs. Und wie stellen wir das an? Haben sie dir gar nichts gesagt, bevor sie dich losgeschickt haben? Doch, sicher. Meinen Nachforschungen zufolge versteckte Snofru drei Artefakte. Eins in Medum, seiner ersten und eingestürzten Pyramide. Und dann eins in der Knickpyramide, deren Baupläne er nach dem Einsturz Medums sicher anpasste. Und noch eins in seinem letzten Meisterstück und Grabmal. Der Nordpyramide.
Ich habe eines der Artefakte. Aber diese Banditen haben mir ein weiteres gestohlen. Du musst es zurückholen. Wo war das? Sie kampieren in den Klippen westlich von Memphis. Folge einfach dem Fluss, dann findest du sie. Außerdem musst du einen Weg in die Nordpyramide finden, um das letzte Artefakt zu holen. Ich glaube, es gibt oben eine Öffnung, aber es ist viel Kletterei. In meinen jungen Jahren hätte ich es geschafft, aber... Ich sehe mir das an. Wie viele Banditen waren es? Alle, glaube ich. So. Haben wir doch zumindest das schon. Müssen wir unsere Sachen einräumen. So, das war's jetzt mit diesem Stream. Der nächste folgt schon bald.